Ja, aber. Ah, hey, wir sind schon auf Sendung. Klassischer Fail für Stufe. Hat doch nicht alles. Ja, Stufe bleibt dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen direkt aus München. Es ist mal wieder soweit. Stufe übernimmt ProSieben. Und heute mit einer ganz besonderen Premiere, denn zum ersten Mal senden wir nicht aus dem Galileo, sondern aus dem wunderschönen TAF-Studio. Hashtag Fail, erfolgreich scheitern. Darum geht es heute. Und das kann entweder eine gescheiterte Geschäftsidee sein oder ein unüberlegtes Tattoo. Ja, oder aber der Größenunterschied der Moderatoren. Oder das? Wir zeigen euch heute die unterschiedlichen Facetten des Scheiterns und wie man damit umgehen sollte. Dafür haben wir spannende Beiträge, einen interessanten Studiogast und sind live vor Ort beim Hackathon in München. Und da schalten wir jetzt auch hin, direkt zu unserer Außenreporterin Eli, die uns gleich mal verrät, was da denn eigentlich so los ist. Hi Eli! Ja, hallo ins Studio. Ich bin heute hier live auf dem Digital Journalism Hack, bin live in München mit dabei. Und hier arbeiten wirklich das ganze Wochenende kreative Menschen, also Journalisten, Designer, aber auch Programmierer an kreativen Ideen. Und das Thema ist digitaler Journalismus. Ja, und welche Ideen hier entstehen, das bequatschen wir später mit einem Team zusammen. Außerdem sprechen wir dann auch noch mit der Veranstalterin. Ja, bis dahin, zurück zu euch ins Studio. Ja, vielen Dank, Eli. Ihr merkt also, dranbleiben lohnt sich. So sieht's aus. Den Begriff Startup verbinden wohl die meisten von euch mit einer innovativen Geschäftsidee, schnellem Wachstum, hoher Wert. Aber wie geht man mit den Risiken und den Ängsten um, wenn es mal nicht so nach Plan läuft? Tja, um das herauszufinden, haben wir mit den Geschäftsgründern von Filestage geredet, die uns ihre Geschichte erzählt haben. Und zwar vom Scheitern bis hin zum Erfolg. Das Hauptproblem ist, du willst halt nicht als der da stehen, der irgendwie aufgibt, so, weil es ihm zu schwierig war, er hat irgendwie die Herausforderung nicht angenommen und das hast du, glaube ich, so als Hemmschwelle drin, oder das hatten wir so. Dieses Gefühl, naja, man bricht es jetzt halt ab, weil es nicht so gut läuft. So, damit muss man irgendwie klarkommen und wir haben uns am Ende dazu entschieden zu sagen, okay, wir brechen das ab, es macht keinen Sinn und am Ende fühlst du dich tatsächlich richtig gut. Also ich bin Niklas Dorn. Ich bin 29, werde bald 30, habe zusammen mit meinen zwei Mitgründern Filestage gegründet und das Ganze jetzt seit 2014. Also bevor wir Filestage gegründet haben, haben wir ursprünglich ein anderes Startup gegründet. Das Ganze ging damals hervor aus einem Hochschulprojekt bzw. aus einer Idee, die wir da hatten. Und zwar war das Ziel damals das Erlebnis der Online-Welt, was wir jetzt beim Einkaufen schon haben, also dass man genau weiß, wo klickt jemand drauf im Online-Shop, was möchte er alles, dass wir das auf den stationären Einzelhandel übertragen und dem Einzelhandel mit Hilfe oder dem Einzelhandel die Digitalisierung erschließen und möglich machen. Wir haben das Ding wirklich groß aufgezogen. Es war so eins, ich glaube, das größte Beacon-Projekt in Deutschland damals mit eben Möbel Inhofer, Riesenladen mit, weiß nicht, 60.000 Quadratmetern oder so. Hat super gut angefangen, der Händler fand es total geil, was wir machen und wir hatten da voll den Drive und dann haben wir aber so nach und nach im Projekt gemerkt, es lässt sich erstens nicht so leicht skalieren, ist ja immer so das Startup-Wort, also man kann es nicht so leicht übertragen für verschiedene Händler und es groß machen, sondern es hat sehr viel Einzelaufwand, jeweils für den einzelnen Händler, unglaublich viel Abstimmungsaufwand. Das war ein Problem und das andere Problem, was dann kam, zwei Monate nachdem wir gestartet sind, ist aus den USA Shopkick rübergekommen. Das ist so eine der größten Apps in dem Bereich und hatte mit einem Schlag halt direkt ProSieben Sat.1 als Mediasponsor, dann Saturn Mediamarkt und noch Obi und fünf andere Einzelhändler mit am Start. Und da haben wir halt gesagt, okay, wir können jetzt noch weitermachen im Möbelbereich, aber rein vom Wettbewerb her sieht es super schwierig aus. Und deswegen sind wir dann drauf gekommen,
haben uns dazu entschieden, eben das Ganze dann zu knicken und nochmal neu zu starten. Wir hatten direkt irgendwie parallel immer schon Ideen. Also das, was wir jetzt mit Firestage machen, hatten wir damals schon irgendwie im Hinterkopf. Und haben es dann relativ schnell auch wieder aufgegriffen. Also wir waren irgendwie direkt so, okay, jetzt nicht aufhören, sondern sofort weitermachen und irgendwie nochmal krass nachdenken über das, wie ein Startup für uns aussehen muss. Also sprich, wir haben genau geschaut, was wollen wir eigentlich für ein Startup aufbauen, was wollen wir diesmal anders machen, und da kam halt raus, klar, wir haben mega Bock auf Softwareentwicklung, wir wollen ein Produkt bauen, was wirklich ein Problem löst für Kunden, und wir wollen was Skalierbares aufbauen. Mit dem sind wir dann nochmal an das Thema rangegangen. Firestage ist eine Software für Filmproduktionen, für Agenturen, für Freelancer, für Designer, um leichter Kundenabstimmungen durchzuführen. Das heißt, man kann sich vorstellen wie bei Adobe PDF oder bei SoundCloud, wo ich direkt in die Datei Kommentare reinmachen kann. Das Gleiche haben wir auf Video übertragen. Das heißt, du kannst direkt in Videos deine Marker setzen und sie direkt im Bild kommentieren. Das heißt, du siehst wirklich jederzeit, was möchte der Kunde, was möchten deine Teammitglieder dir eigentlich sagen. Du hast die direkte Connection im Bild. Wir haben über 2000 Registrierungen jetzt schon auf der App drauf. Das heißt, von Freelancern, Agenturen, Produktionen, die sich angemeldet haben. 50% unserer Kunden kommen aus dem Ausland. Das heißt, wir haben User aus Amerika, aus Asien, aus Afrika. Es ist wirklich mega bunt gemischt. Wir kriegen jeden Tag geiles Feedback. Wir haben inzwischen ziemlich viele zahlende Kunden aufgebaut. Und wir haben auch die ersten Finanzierungen für Firestage schon bekommen. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass das Ganze super gut weiterläuft. Ja. Risikobereitschaft, Versagensangst, das sind nur einige der Begleiterscheinungen, mit denen junge Startup-Gründer wie unser Protagonist Niklas Dorn zu kämpfen haben. Wir haben dafür im Studio den Diplompsychologen Albrecht Schnabel. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sie sind Psychologe, Diplompsychologe an der Universität München. Und was könnten Sie uns denn sagen, was man aus diesem Beitrag lernen kann? Also es wird ganz schön deutlich, eben die Fehler- und Lernkultur, das heißt, dass ich einen Fehler mache, gehört zum Leben. Das Scheitern gehört auch zum Leben dazu. Aber ich sollte in der Lage sein, etwas daraus zu lernen. Das heißt, möglichst rechtzeitig nachjustieren, fein adjustieren. Oder auch, wenn das Projekt keinen Erfolg verspricht, es beenden oder eben sozusagen umwechseln auf einen anderen Bereich, wie der Herr Dorn das vormacht. Ja. Das ist jetzt nur nicht ganz einfach, wenn ich als Startup-Gründer versuche, meine Idee umzusetzen und dann auf einmal merke, oh, das läuft jetzt hier nicht so nach Plan, einfach mal zu sagen, okay, wir brechen ab. Wo nimmt man da die Motivation her? Ja, die Motivation hat im Grunde mit Selbstwert oder auch Selbstsicherheit zu tun. Das heißt, ich durfte scheitern früher in meinem Leben. Es wurde nicht zu streng abgestraft. Und so entsteht im Grunde Selbstbewusstsein. Das heißt, immer wieder versuchen, scheitern dürfen, dranbleiben. Das macht er. Er gibt ja nicht total auf, sondern er ändert sein Angebot. Ein bisschen schwierig ist manchmal, dass wir nicht so die Gelegenheit kriegen, Fehler zu machen. Woran? Also wir werden relativ früh benotet. Ja. Es ist ziemlich viel Wettbewerb, auch in der Bildung, in unserem System. Und dann, das macht es manchmal ein bisschen schwierig, zum Fehler zu stehen. Okay, es ist aber auch ja gerade für Startup-Gründer nicht so einfach, wenn man den wirtschaftlichen Druck hat, zu sagen, gut, wir schaffen es trotzdem. Natürlich, also wenn Arbeitsstellen gefährdet sind oder eben die Bank einem im Nacken sitzt, ist es schon eine hohe Kunst, da noch locker zu bleiben. Deswegen sollte man möglichst früh im Grunde das Scheitern einüben, indem man sich ausprobiert, auch viel Feedback geben lässt, auch das Feedback einholt, also sagt, was könnte ich besser machen? Im Grunde von allen. Also es gilt für Kollegen, Freunde, Verwandte, Partner. Der andere sieht in der Regel mehr als ich selber. Also in meinem Bereich bin ich eher ein bisschen blind in der Regel. Jetzt haben wir ja mit Niklas Dorn jemanden, der so ziemlich alles versuchen muss abzudecken. Wie wichtig ist es denn, dass ich da Arbeitsteilung habe zwischen Mitarbeitermotivation und dem wirtschaftlichen Faktor, den ich bekämpfen oder beachten muss? Das ist relativ wichtig, weil die Unternehmensführung verlangt andere Fähigkeiten als die Mitarbeiterführung. Okay. Und ein gutes Unternehmen hat in beiden Skills und Kompetenz. Das heißt, wenn ich in einem Bereich gut bin und den anderen nicht so beherrsche, muss ich eben schauen, dass ich einen Partner oder Partnerin oder Kollegen finde, die mich ergänzen. Wenn ich Unternehmensführung gut kann, also Märkte, Allianzen, dann brauche ich vielleicht jemanden, der die Mitarbeiterführung beherrscht oder umgekehrt. Meinen Sie, es kann ja trotzdem zu Konflikten kommen, wenn der eine sagt, ey, wir schaffen das noch, wenn das Projekt zu scheitern droht?
Während Anne sagt, nee, wir müssen hier abbrechen. Weil die Mitarbeitermotivation ist ja eigentlich, die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter stehen im Vordergrund. Das motiviert sie. Und die Unternehmensführung heißt eigentlich, der Kunde steht an Nummer eins, und zwar absolut. Und da gibt es schon Konflikte und Reibungen. Herr Schnabel, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Wir schalten nachher noch mal zu Ihnen zurück. Dann haben Sie das Vergnügen, mit unserer bezaubernden Sally noch mal reden zu können, zu der wir jetzt noch mal gehen. So sieht's aus. Apropos Persönlichkeit beibehalten und in Teams arbeiten. Wie geht es denn den Teams auf dem Hackathon, Eli? Ja, Sally, hier wird kräftig gearbeitet und ich sitze hier auch schon mit einem Team zusammen. Stellt euch doch mal kurz vor, wie heißt du? Ich bin die Lisa. Und wie heißt du? Der Markus. Genau, und ihr seid ja jetzt seit Freitag hier mit dabei auf dem Hackathon und entwickelt eine kreative Idee. Ihr habt euch erst am Freitag kennengelernt. Erzähl doch mal, was ist gerade Status Quo? Wie läuft soweit? Also wir entwickeln ein Format für 360-Grad-Kameras und im Gegensatz zu vielen dazu gehen wir nicht an einen besonders coolen Ort, sondern an einen relativ langweiligen Ort und machen dafür ein sehr interessantes Format. 360-Grad-Kameras, vielleicht für den Laien mal erklärt, was genau ist das? Kannst du das vielleicht kurz erklären? Das sind verschiedene Kameras, die aneinander geschaltet werden, sodass man quasi das Gefühl hat, man stehe im Raum und sich darin frei bewegen kann. Ja, und wie kam es überhaupt dazu? Wie kommt ihr auf die Idee, ein komplettes Wochenende aufzuopfern und hier kreativ zu arbeiten? Also ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Mein Chef hat mich gefragt, ob ich herkommen möchte. Ich habe vorher noch nie von einem Hackathon gehört. Ich wusste nicht mal, wie man es ausspricht. War relativ skeptisch, kam dann hierher. Am Anfang war es auch ein bisschen seltsam, wie so eine Single-Party. Man kennt niemanden, steht rum und beugt sich. Aber inzwischen ist es richtig cool. Und unsere Sendung hat ja das Thema Fail. Habt ihr auch Angst zu versagen? Immerhin müsst ihr ja morgen eure Idee pitchen. Wie groß ist da die Angst zu versagen? Also mit einer Versagensangst darf man da nicht rangehen. Das hier ist ja schon so ein bisschen ein geschützter Raum, wo man auch Ideen freien Raum lässt. Ja, soweit so gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und auch viel Erfolg morgen bei eurem Pitch. Und damit zurück zu euch ins Studio. Danke, Eli. Wir schalten später nochmal zu euch zurück. Ja, und wie beim Hackathon sind auch in unserem nächsten Beitrag Teamwork, Kreativität und der besondere Umgang mit dem Scheitern gefragt. Denn wir waren beim Improvisationstheater der HDM und haben da mal hinter den Kulissen geschaut, wie die so mit dem Scheitern umgehen. Das sind wir. Kanonenfutter heißen wir und wir sind eine Impro-Theatergruppe der Hochschule der Medien. Impro-Theater bedeutet, wir holen uns Vorgaben und Stichworte aus dem Publikum und improvisieren dazu aus dem Stegreif eine Szene. Klingt riskant, doch macht großen Spaß, selbst wenn wir dabei ab und an scheitern. Zum Beispiel, wenn uns zur Vorgabe des Publikums nichts einfällt, unsere Mitspieler andere Vorstellungen haben als wir selbst oder einfach keine gute Story entsteht. Also Improvisationstheater basiert auf dem Scheitern irgendwie, weil nur dadurch kann tatsächlich irgendwie was Tolles, Neues entstehen. Also ich finde Scheitern ist natürlich immer schön, gerade weil auch das Publikum will uns im Endeffekt auch oft einfach scheitern sehen. Ja, man geht auch mit jeder Szene wieder das gleiche Risiko von vorne ein. Also ich finde das gerade schön am Impro, dass man scheitern kann und dass es der Zuschauer auch so ein bisschen erwartet. Denn das nimmt von vornherein den Druck raus, alles perfekt machen zu müssen. Und wir machen uns ja auch immer Mut vor dem Auftritt, um dann quasi nicht Angst zu haben, zu scheitern, indem wir zum Beispiel Aufwärmspiele machen wie Prickebumm oder der Ganz wichtig ist Banana Game. Es ist ein Spiel, wo man so total bescheuert rumhampelt eigentlich. Also mir hilft das total. Da sind halt auch Sachen, wo man sich erstmal gemeinsam zum Affen macht und einfach sich komplett davon entfernt, dass irgendwas peinlich sein könnte, weil wir eh alle rumhandeln und alle Blödsinn machen. Das ist auch Teil vom Aufwärmen einfach.
Und was mir auch hilft beim Aufwärmen, sich nochmal bewusst zu machen, man geht ja nicht alleine auf die Bühne, man hat ja immer so noch seine Mitspieler. Und auch wenn das jetzt nicht die rundeste und genialste Story der Welt gewesen ist, ist es trotzdem angenehm für alle irgendwie. Ich glaube, dass jeder aus der Gruppe für sich selber schon mindestens einmal das erlebt hat, dass man so richtig reingetreten ist und dann aber gemerkt hat, hey, das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, was komisch ist, ist, wenn du mit dem Scheitern nicht richtig umgehst. Ja. Aber sobald du authentisch bist mit dem Scheitern, ist eigentlich alles okay. Ja. Und der Reiz ist eigentlich auch, wenn man in eine Szene reingeht und du weißt ganz genau, das Publikum weiß, du hast keine Ahnung, was du machst, du selber weißt, was du hast keine Ahnung, was du machst, oder machst du irgendwas und rettest es aber und bist von dir selber überrascht, das Publikum ist überrascht und dann ist, glaube ich, immer der Applaus am höchsten so. Es gibt auch diesen schönen Spruch, Scheiter heiter. Den kann man auch immer gut verwenden, weil wenn man, Scheitern gehört ja zum Leben und das Leben ist ja auch improvisiert. Oh, das ist so schön. Und deswegen ist Scheitern auf jeden Fall ein Teil davon und den man auch nicht missen möchte. Auf keinen Fall. Auch nicht heute. Denn die letzten Vorbereitungen vor dem Auftritt sind in vollem Gange und der Saal füllt sich nach und nach. Doch Angst davor, auf die Bühne zu gehen und zu scheitern, das haben wir nicht. Denn wir sind gut drauf und freuen uns. Und das Wichtigste, wir werden Spaß haben. Ja, Sally, bist du auch so ein lockerer Typ wie die Leute im Improvisationstheater? Ach, ja, Improvisationstheater, klar, warum nicht? Ich meine, wenn da mal was schief geht, ist es ja gleich wieder vergessen. Aber andere Sachen, so... Stichwort Tattoo? Auf gar keinen Fall. Ich meine, sowas hat man sein ganzes Leben lang. Das muss dann schon wohl überlegt sein. Ja, aber auch auf ein wohl überlegtes Tattoo kann man früher oder später keine Lust mehr haben. Ja, stimmt. Ja, tja. Was dann? Dann kaufst du dir entweder einen großen Abdeckstift oder aber besuchst eines der vielen Tattoo-Entfernungsstudios wie dem Zeitlos in Stuttgart. Zeitlos. So heißt ein Studio in Stuttgart Süd, das nicht nur Hairstyling und kosmetische Behandlungen anbietet, sondern auch Tätowierungen und Tattoo-Entfernungen. Zeitlos sind Tattoos allemal, doch was ist, wenn es sich dabei um einen richtigen Fail handelt? Sind Tattoos wirklich für die Ewigkeit? Ich bin Corinna Nil. Ich mache Tattoo-Entfernung hier in Stuttgart im Studio Zeitlos oder auch Tintenkiller nennt man mich. Auf Tattoo-Entfernung kam ich, weil ich mir überlegt habe, was wurde die letzten 20 Jahre gemacht? Tätowierungen. Leider bin ich nicht so kreativ und deswegen, da ich ja eh vom medizinischen Bereich komme, habe ich mir überlegt, dann mache ich Tattoo-Entfernung. Ich habe mir mit Anfang 20 im Thailand-Urlaub ein Tattoo stechen lassen. Das hat mir dann nach einigen Jahren nicht mehr so gefallen. Ich bin sehr zufrieden mit der Behandlung, weil es auch gut weggeht. Aber der Nachteil ist, es ist sehr schmerzhaft. Schmerzhafter als beim Stechen. Heutzutage ist es so, dass die Leute immer jünger werden, um ihr Tattoo zu entfernen. Gerade wegen Jugendsünden oder irgendwelchen Mistakes. Gerade in Bezug von Polizei oder wenn sie irgendwelche Hotelfachangestellten sind. Ist es halt nicht unbedingt super, wenn man zum Beispiel Tätowierungen auf der Hand hat. Es gibt ja auch viele Leute, die möchten Cover-up haben. Zum Beispiel, weil Tätowierer leider Gottes so blöd sozusagen waren, falschen Namen oder einen Buchstabe vergessen haben, dann muss man halt die Leichtsinnsfehler quasi auch entfernen. Leider ist es ja unter der Haut und dann komme ich halt ins Spiel und löse die Probleme. Die Laserbehandlung ist das schonendste Verfahren der Tattoo-Entfernung. Der Hitzestrahl des Lasers zersetzt die Farbpigmente des Tattoos, sodass diese vom Körper abtransportiert werden. Dafür sind etwa 8 bis 10 Sitzungen notwendig. Ich habe es selber gestochen mit der Hand, mit einer Nadel, habe Hust dafür genommen, Shampoo und Waffe und habe es miteinander gemischt. Mir ging es zu dieser Zeit richtig schlecht. Ich habe auch eine Birnhaut, war davor selbstständig und bin dann in die Insolvenz gekommen.
Ich war einfach mit den Nerven so am Ende, so fertig im Leben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Und 8 Monate später hat sich die Meinung geändert, das Leben geht weiter. Ich fühle mich nach jeder Behandlung besser. Es macht mich immer wieder glücklich, wenn sie am nächsten Mal wieder kommen und sagen, hey Corinna, geil, das ist wieder noch mehr weggegangen und das können wir noch mal machen und vielleicht das nächste Mal komplett weg. Ich verpöne ja nicht Tattoos, aber ich möchte den Leuten helfen, wo ein schlechtes Tattoo haben. Und da bin ich einfach nicht nur eine, wo quasi das Tattoo entfernt, sondern so auch ein bisschen jemand, wo zuhört und sagt, hey, es ist okay, wenn man einen Fehler macht, aber man kann es genauso gut wieder verbessern. Ja, um es kurz zu sagen, aus Fehlern kann man lernen. Apropos, Eli, wie läuft's beim Hackathon? Hast du schon einiges lernen können? Hallo Norman, auf jeden Fall konnte man hier einiges mitnehmen. Und jetzt spreche ich auch mit der Veranstalterin von diesem Digital Journalism Hackathon, Lina Timm. Hallo, schön, dass du da bist, dass wir da sein können. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, wie kommt man überhaupt auf die Idee, so einen Hackathon zu organisieren? Also das Prinzip des Hackathons gibt es ja schon länger. Das kommt aus der Entwicklerszene, dass sich Teams, Developer ein Wochenende lang zusammenfinden und da einfach ganz schnell einen Prototypen zusammenzimmern. Das ist schon ein paar Jahre da auf dem Markt und wir haben uns dann gedacht, das kann man doch auch auf den Journalismus anwenden, um da wirklich mal Innovationen reinzubringen und auch da zu sagen, so thematisch fokussiert, macht an einem Wochenende wirklich was, was die Branche voranbringt. Und was ist dabei jetzt so die Herausforderung? Einerseits natürlich die Zeit, also ein Projekt zu finden, das wirklich in diese 1,5 Tage reinpasst, aber dann auch so weit rauszudenken, dass man eben nicht nur das, was wir gerade haben im Journalismus, so ein bisschen modernisiert, sondern wirklich was komplett Neues macht. Also das ist auch die Aufgabe an diesem Wochenende. Denk mal weiter, denk mal 2 Jahre weiter, 5 Jahre weiter. Wie kann Journalismus da aussehen? Ja, digitaler Journalismus. Und was können wir uns da vorstellen? Welche Themen werden jetzt hier am Wochenende behandelt? Wir haben so 2 große Challenges ausgerufen zu 2 Trendthemen, die gerade auf dem Markt sind. Das eine ist 360-Grad-Video, also wie erzähle ich wirklich eine Geschichte, die Sinn macht, wenn ich um mich herum schauen kann. Und das andere sind Newsbots, also eine künstliche Intelligenz, die mit dir im Messenger chattet. Du redest nicht mal mit einem Menschen in dem Messenger, sondern eben mit künstlicher Intelligenz, die dir Nachrichten liefert. Und da sind auch ein paar Teams dran. Und ist das jetzt quasi so eine Art Kette? Also wird das so ein Hackathon, wann können wir uns auf das nächste freuen oder ist das jetzt so eine einmalige Veranstaltung? Wir hatten schon mal einen im Dezember letzten Jahres und das wurde schon super angenommen. Jetzt sind dieses Wochenende doppelt so viele Leute da. Das heißt, also wir müssen mehr machen in Innovation im Journalismus und dafür sind solche Hackathons super. Natürlich machen wir das nochmal. Und erhoffst du dir irgendwie dadurch etwas, dass du jetzt hier kreative Menschen zusammenholst und die arbeiten hier wirklich von Freitag bis Sonntag. Was erhoffst du dir dadurch? Wir haben als Media Lab natürlich immer das Ziel, einerseits Leute zusammenzubringen, dass Journalisten auch Techies kennenlernen, also Entwickler, Designer, aber eben auch, dass neue Projekte entstehen, die dann bei uns im Media Lab weiterarbeiten können, die wir weiter unterstützen können. Das wäre das Ziel hier. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall auch weiterhin viel Erfolg und vielleicht sind wir auch bei dem nächsten Hackathon mit dabei und somit zurück zu euch ins Studio. Vielen Dank, Eli, an dich und dein Team live vom Hackathon in München. Und ja, jetzt Sachen packen, zurück zu uns ins Studio, denn unser Studiogast und Sally warten schon auf euch. Ja, wir sind jetzt hier wieder mit dem Diplompsychologen Herr Schnabel. Gerade auf dem Hackathon geht es ja um Innovationen und völlig neue Ideen. Wie wichtig ist denn da dieses Out-of-the-Box-Denken, gerade in Bezug auf das wachsende crossmediale Berufsfeld? Sie sprechen das crossmediale Thema an. Da ist es, glaube ich, besonders wichtig, sich zu entwickeln, ständig zu wachsen, in neue Bereiche zu gehen. Und dazu gehört im Grunde möglichst früh, also schon während der Ausbildung, mit Fehlern konstruktiv umgehen lernen. Das heißt im Grunde, möglichst viele Fehler
machen, sie nicht selbstbewertend sehen, sondern praktisch. Also was hat nicht funktioniert, warum? Und dabei kann manchmal helfen, im Team rangehen, zu zweit, zu dritt, weil man dann alleine hat man etwas mehr Bewertungsangst in der Regel. Aber wieso haben wir denn eigentlich solche Angst, Fehler zu machen? Ich denke, es geht relativ früh los, Erziehung, Kindergarten, Schule. Das heißt, wir werden häufig bewertet, benotet. Damit fehlt im Grunde der geschützte Raum, der im Impro angesprochen wurde. Das heißt, es ist das frühe Benoten und Bewerten und der Vergleich. Ja, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie hier bei uns im Studio waren. Und vielen Dank für die vielen Hinweise, Tipps, die Sie uns gegeben haben. Sehr gerne. Und ja, wir wissen, Fehler zu machen ist im Leben erlaubt. Und ja, manche haben daraus sogar einen richtigen Kult entwickelt. Ganz nach dem Motto, fail like a pro. Selten hört man von Leuten Geschichten darüber, wie sie so richtig gescheitert sind, wie sie die letzte Prüfung verkackt haben oder wie sie einen wichtigen Termin verpasst haben. Einer, der sich das Thema angenommen hat, ist Captain Flap. Er ist nämlich Pro-Failer und sitzt hier im schönen Stuttgarter Westen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ah, da ist er, der Captain Flap. Ihr seid pünktlich, das ist jetzt schon mal der erste Fehler. Das ist Quatsch, damit kann man nichts anfangen. Leute, wir sind nicht bei den Handwerkern. Das muss nicht im Wasser sein, Freunde. So ist besser. Ich bin der Captain Flap. Der Captain Flap, das steht für Fail Like a Pro. Ich bin Autor und Berater. Berater mit Triumphgarantie. Mein jüngster Erfolg hier, die versuchen seit 2007. Ich sag jetzt mal, hallo, zweite Liga, es hat geklappt. Das ist Fail Like a Pro. Und dafür stehe ich. Und außerdem stehe ich auf dem Blog, und zwar auf meinem eigenen. Der heißt Fail Like a Pro. Und den kann man lesen auf der Seite Badabang. Da haben die freundlichen Menschen mir eine Plattform geboten für meine professionell failen Tipps. Das ist ein Erfolg, das sieht man schon, weil ihr mich gefunden habt und jetzt da seid und mir Fragen stellt. Captain Flap, wie bist du auf die Idee gekommen, Scheitern als Kunstform anzusehen? Also unter uns natürlich, weil ich die Welt verbessern will, das ist klar. Und es ist leichter, wenn man sich schlechte Sachen anguckt, daraus zu lernen, als bei guten Sachen. Ein Beispiel, du machst einen Kuchen, der Kuchen ist lecker, du isst den, dein Freund sagt, der ist gut. Der kann aber nicht sagen, warum der jetzt genau gut ist. Wenn du jetzt aber einen Kuchen machst und du machst da Nägel rein, dann wird dein Freund sagen, oder der Typ, der den isst, da sind Nägel drin. Das ist der Grund, warum der Kuchen nicht gut ist. Kapiert ihr das? Kann jeder Pro-Failer werden? Klar, jeder, den ich berate, wird automatisch Pro-Failer. Das ist alle entscheidende Frage, was muss man tun, um Pro-Failer zu werden? Wie scheitert man richtig erfolgreich? Ja, das ist gut. Jetzt, ich merke gerade, ihr seid alle ein bisschen gestresst und angespannt. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Maßnahme, dass ihr euch ein bisschen lockert, weil hier eine Interviewsituation muss auch richtig scheitern. Wir trinken erstmal einen klaren, und zwar alle. Sorgt für Entspannung. Ich sag mal Prost. Okay, nach dem Schnäppel sind wir jetzt ganz schön entspannt. Was können wir denn noch tun, damit wir richtige Pro-Failer werden? Ja, das ist eine gute Frage. Mir ist vorher noch was anderes aufgefallen. Und zwar der Akku. Der ist voll. Das ist natürlich Quatsch. Maximal halber Akku, ne? Damit Dynamik ins Spiel kommt, sonst drehen wir morgen noch. Des Weiteren, Weißabgleich. Leute, das ist Käse. Macht den so. Schön blau. Das entspannt den Zuschauer, damit er sich richtig auf den Beitrag einlassen kann. Nachdem wir das ganze Visuelle angeguckt haben, was gibt es denn noch, was wir denn richtig falsch machen können? Gute Frage. Ton ist auch falsch. Wir wollen ja hier einen realistischen Raumklang einfangen. Das sind die Ohren vom Zuschauer. Die sind offensichtlich nicht 2 Zentimeter von meinem Mund, sondern zu Hause an den Geräten. Das simulieren wir, indem wir das Mikrofon weg von uns stellen. Und zu guter Letzt, ganz wichtig, Blende. Sag mal, ist schon mal gut, ne? Stolperfall ist super. Okay. Die Blende machen wir zu. Dann ist alles scharf und der Kameramann hat nämlich viel mehr Zeit, sich auf andere wichtige Dinge zu konzentrieren.
So, der Captain Flap ist weg und wir können die Blende wieder aufmachen. Wir von Stufe haben heute ganz schön viel gelernt, wie wir das nächste Mal einen Fernsehbeitrag richtig schön falsch machen. Ich würde sagen, wir sind geflappt und ich gehe jetzt feiern und mache heute nichts mehr für die Hausarbeit. Das habe ich heute gelernt. Tschüssikowski. Tja, ob Startup oder Tattoo. Fehler gehören im Leben dazu. Und ganz wichtig ist, dass man locker mit Rückschlägen umgeht und es versucht einfach beim nächsten Mal besser zu machen. Genau. Wir hoffen, dass wir euch eure Zukunfts- und Versagensängste ein wenig nehmen konnten. Falls nicht, denkt immer daran, hey, nobody's perfect. Und die Erde dreht sich trotzdem weiter. Genau. Wir verabschieden uns, seid mutig. Wir danken dem ganzen Team hier für eine fehlerfreie Sendung. Ja, Stufe bleibt dran und ihr hoffentlich auch. Tschüssle. Ciao.